Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Rebecca Göllner und dies sind die Themen für Freitag, den 30. Juni. Regen bringt Segen, sagte Kirchenvorstandsvorsitzende Elke Hesemeyer. Die Kirchengemeinde Steimke feierte am Donnerstag Richtfest des neuen Hauses der Begegnung. Im dicksten Regen. Wenn der Hund mit ins Büro darf. Am Aktionstag Kollege Hund des Deutschen Tierschutzbundes beteiligte sich auch die Verkehrsgesellschaft des Landkreises und hatte tierischen Besuch. Ein Autofahrer musste am Donnerstagnachmittag von den Feuerwehren Stolzner und Nendorf schwer verletzt aus den Trümmern seines Fahrzeugs befreit werden. Er war aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zum Sport. Für die Zweitliga-Faustballer des MTV Diepenau geht es am kommenden Wochenende in die finale Phase. Am Sonnabend trifft die Mannschaft in Vorswelde auf den gastgebenden MTV sowie Spitzenreiter TK Hannover. Am Sonntag erwarten die Diepenauer zu Hause ab 11 Uhr den TuS Empelde und den SV Dünenbüttel. 6 Altersklassenathleten vertraten die LG Nienburg bei den Bezirksmeisterschaften im 10 Kilometer Straßenlauf in Hannover. Auch wenn keiner von ihnen die Heimreise mit leeren Händen antreten musste, fiel die Erfolgsbilanz eher bescheiden aus. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Freitag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.